hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, in diesem Video geht es mal wieder um den Raspberry Pi 5. Und zwar möchte ich hier jetzt mal gucken, was man hier nicht so schönes drauf installieren kann. Das wäre jetzt hier das Gerät mit 8 GB. Ja, was gibt es dazu zu sagen? 4 USB-Schnittstellen, ein LAN-Stecker. Hier wäre dann noch Platz für eine SD-Karte. Ich werde jetzt mal diese hier nehmen. 32 GB, stand drauf Ultra Fast. Naja, was es auch immer heißt, keine Ahnung. Auf jeden Fall soll jetzt hier ein Betriebssystem drauf und ich werde jetzt einfach nochmal gucken, was man hier so schönes mitmachen kann. Ja, hier hätte ich dementsprechend ein Netzwerkkabel, das könnte ich ja schon mal reinstecken. Ich weiß gar nicht, ob der auch WLAN hat. Ich meine, er hätte auch WLAN. Aber mal gucken. Mit dem ersten Start kann man ja ruhig erstmal LAN nehmen, wenn man schon eine Buchse hat. Volle 65 Watt stehen mir zur Verfügung. Und hier wäre dann dementsprechend der Stromanschluss. Ein HDMI-Kabel hätte ich auch schon parat. Das könnte ich jetzt hier auch schon mal reinstecken. Das ist hier so ein HDMI Mini oder Mikro heißt der. Ja, der passt hier rein. Nehmen wir mal den. Ich glaube, es ist egal, welchen man nimmt. Da ist 0, da ist 1. Ja, wie zählt man? Eigentlich fängt man mit 0 an, ne? Und da käme dann Stromanschluss rein. Gut. Wir sind uns per OBS wieder und dann schaue ich erstmal, was ich so Schönes so finde an Betriebssystem, was man so nehmen kann. So, dann schaue ich mal ganz kurz nach, was es so Schönes so gibt auf dem freien Markt an Raspberry Pi OS. Da gibt es ja eigentlich unzählige Betriebssysteme, die man nehmen kann. Ja, Pi-Hole wäre zum Beispiel eine Option. Das habe mit Pi-Hole dann die Möglichkeit, seinen Router so ein bisschen ja, zu tunen, sage ich einfach mal. Ja, dass im Endeffekt die ganzen Webseiten, die mit Spam und Werbung voll sind, die werden dadurch da so ein bisschen geblockt oder umgeleitet, wie auch immer, sodass man halt eben weniger Datenmüll auf seinem Rechner bekommt. Und das Ganze auch schön werbefrei gucken kann. Ich würde sagen, ich mache einfach mal sofort einen Test, lade mir das Betriebssystem runter und dann werde ich mal Step by Step werde ich jetzt einfach mal auf dem Raspberry Pi installieren und mal gucken, ob ich zum Laufen bekomme. So, dann werde ich jetzt mal ein Betriebssystem erstmal auf die SD-Karte schreiben. Und zwar öffne ich dazu den Imager. Diesen hier. So, ich wähle aus. Raspberry Pi 5. Als OS wähle ich eine leichte Version von Raspberry Pi, habe ich mir so überlegt. Man könnte, glaube ich, auch eine Server-Version nehmen. Mal gucken, was er mir jetzt hier noch so anzeigt. Ich gehe mal auf Other. Hier hätten wir zum Beispiel eine Lite-Version. Lite 32-Bit. Ich nehme einfach mal die Lite-Version, dass ich wenigstens noch eine kleine grafische Oberfläche habe. Braucht man nicht zwingend. Habe ich es richtig angewählt? Ne, hier unten muss ich. Hier, Lite. Dann wähle ich die SD-Karte aus. In meinem Fall, weil noch ein USB-Stick dran steckt, dann ist es dieser hier. Gehen wir auf Weiter. Dann kommt hier eine Frage, ob man OS anpassen möchte. Und das wollen wir natürlich. Wir gehen auf Einstellung. Und hier können wir dann auch sofort den Hostname vergeben, den ersten Benutzer anlegen, gegebenenfalls noch Wi-Fi einrichten, die Sprache auswählen und unter Dienst dann auch schon sofort SSH aktivieren. Optionen, das kann alles auch so bleiben. Dann drücken wir auf Speichern und klicken auf Ja und dann beginnt der Installationsprozess auf der SD-Karte mit den Einstellungen, die wir jetzt hier gerade vorgenommen haben. Fortfahren Ja. Ich vergebe noch mein Passwort, beziehungsweise gebe mein Passwort von meiner lokalen Maschine ein. Ja, das dauert jetzt einen kleinen Augenblick und dann würde ich sagen, melde ich mich wieder, wenn der Schreibvorgang beendet ist. So, der Vorgang wäre damit beendet. Jetzt muss ich hier nur noch auf Weiter klicken und kann die Karte in dem Sinne jetzt auswerfen. Schwupps, da wäre sie. Ja, das gute Schätzchen kommt jetzt hier in Raspberry Pi hinein. Ja, eigentlich soll man das nicht so mit den Händen anfassen, aber ich mache es einfach trotzdem mal. Ich mache das natürlich besser. Ja, und starte jetzt zum ersten Mal das Betriebssystem, welches ich installiert habe. Ich denke mal, ich werde für die Ersteinrichtung jetzt erst einmal eine Maus benötigen und eine Tastatur. Das stecke ich auch hinein.
einmal die Maus und einmal die Tastatur. Ich muss eben einmal den Monitor umswitchen. Und dann sollte eigentlich das Betriebssystem starten, wenn ich alles richtig gemacht habe. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Manchmal muss man ein bisschen geduldiger sein. Klar, der Erststart kann immer ein bisschen länger dauern. Ich werde dann erstmal ein Update starten und dann als nächstes dann auch SSH einrichten. So, jetzt fragt er mich hier nach dem Login. Ich bin natürlich der Tuxer. Okay, dann ist die Lite-Version doch so eine Art Server-Version, also ohne grafische Oberfläche. Ich kann ja mal eingeben Start X. Nee, da passiert nichts. Okay, das ist auch nicht schlimm. Ich gebe mal ein sudo update. So, ich hoffe, das kann man einigermaßen lesen. So, ich gebe einfach mal ein Name -a. Oh, wir haben Kernel 6.620. Das ist schon mal sehr gut. lsb-release-a. Release-a. Und wir haben einen Bookworm. Debian Bookworm haben wir da drauf. Das ist doch schon mal super. Und dann versuche ich mal Inkfi zu starten. Okay, Inkfi gibt es noch nicht, startmäßig. Dann installieren wir es einfach mal mit sudo apt-install Inkfi. So, das Paket wird auf jeden Fall erkannt, ist vorhanden in den Paketquellen. Das ist schon mal sehr gut. Ich drücke großes Y und installieren wir mal eine Runde Inkfi. So, das ging ja relativ schnell. Dann gebe ich mal ein Inkfi. Minus großes F, kleines Z. Und dann bekommen wir so eine kleine Hardware-Auflistung. Ja, müsste alles auf dem Bildschirm drauf sein. Mich interessiert natürlich in erster Linie, was ist mit Wayland? Haben wir hier Wayland? So, fangen wir mal oben an. Kernel 6.6. Debian ist interessant. Hier steht mal das Modell Raspberry Pi 5 Modell B. Okay, das wusste ich auch noch nicht, dass es Modell B ist. Jetzt weiß ich's. Was haben wir hier für eine CPU? Quad-Core. Okay. Speed 2400 MHz. Zwei HDMI-Ausgänge werden auch sofort erkannt. Ja, muss ja halt. Und hier zeichnen wir etwas mit Swap. Okay, eine Swap-File wurde auch angelegt. Ja, das finde ich auch noch ganz interessant. Wie groß ist das Swap? Steht das hier drauf? 200 MIB. Okay. WLAN wird sofort erkannt, Ethernet wird sofort erkannt. Eigentlich ist alles soweit okay. Ja, mich wundert es jetzt nur, hier steht zwar No Display Server, Data Found, Headless Machine, Fragezeichen. Und hier oben in den installierten Paketen ist doch einiges an X11, wird dann automatisch mit installiert. Dann installiere ich mal SSH. Sudo apt-in. Install SSH. Ich sollte sudo auch richtig schreiben. Das passiert mir oft, dass ich statt sudo sudp klicke. Warum auch immer. Okay, SSH ist schon installiert. Prima. Kennt er Hostname minus i? Jawohl. Und ich habe die IP-Adresse 171. Gut. Die Information brauche ich und jetzt kann ich mich mit dem Raspberry Pi verbinden. So, dann gebe ich folgenden Befehl ein. SSH Tuxa 192.168.178.171. Drücke dann Enter. Er fragt mich nach dem Fingerprint. Ich sage natürlich Yes ausgeschrieben, klein geschrieben, Enter. Und bin damit nicht verbunden, weil ich keine Rechte habe. Das ist natürlich jetzt komisch. Ich habe doch gerade über das Einstellungsmenü von Raspberry Pi, diesen Imager, habe ich ja meine Rechte eingegeben. Das scheint so wohl nicht zu funktionieren oder auszureichen.
Da müssen wir natürlich der Sache erstmal auf den Grund gehen, warum das so nicht funktioniert. Aus irgendwelchen Gründen bekomme ich hier keine Verbindung, ja, von meinem Computer auf den Raspberry Pi über SSH, auch mit meinem Laptop, funktioniert aus irgendwelchen Gründen nicht. Gut, das ist aber im Grunde eigentlich nicht weiter schlimm, weil ich will ja eh dieses Pi-Hole installieren und da kann ich ja schon mal weitermachen. So, ich werde das Ganze jetzt dann direkt über den Raspberry Pi installieren und nicht über, ja, nicht übers Netzwerk in dem Sinne, weil aus irgendwelchen Gründen bekomme ich da keine SSH-Verbindung hin. Das ist jetzt auch nicht so wichtig im Grunde genommen. Ich muss jetzt erstmal zu root werden, um das zu installieren. So, danach gebe ich diesen Befehl hier ein. curl, Leerzeichen, minus kleines s, großes l, Leerzeichen, https, Doppelpunkt, /, install.py-hole.net, Leerzeichen, dann pipe, Leerzeichen, bash. So funktioniert das Ganze. Da kommt hier erstmal so ein wunderschöner Text und danach erscheint dann dieses Menü. So, und hier müssen wir jetzt Step by Step irgendwie uns durchwuseln, denn ich weiß auch nicht so genau, wie es funktioniert. Ich klicke dann hier auf Continue und ich mache das Ganze über, nicht über WLAN, sondern über Ethernet, weil das geht einfach ein bisschen schneller, hoffe ich zumindest. So, jetzt natürlich eine gute Frage, was nehmen wir hier? Vertrauen wir nochmal Google, das ist natürlich ein bisschen Glaubenssachen, was man jetzt anwählt. Ich nehme jetzt hier mal Quad 9, weil er filtert steht, oder hier den unteren Quad 9. Also eine von den beiden würden jetzt bei mir jetzt in Frage kommen. Gut, ich wähle Quad 9 aus, ich sage ihm Yes, 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 Yes. Ja, jetzt auch eine gute Frage, was man jetzt hier nimmt, Hide oder Anonymous Mode. Ich lasse mal hier Standard ausgewählt, weil da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau, was man da wählt. Ich nehme jetzt einfach da mal Continue und dann geht es hier mit einem Text weiter. Ja, warten wir mal, bis er fertig ist und dann melde ich mich gleich wieder. Was möchte ich denn jetzt haben? IP-Adresse, gut, die wusste ich ja vorher schon, die 171. IP-Adresse at admin. Your admin Passwort ist, was ist das denn? XSV, das muss ich erstmal aufschreiben. Am besten mache ich davon mal ein Foto, weil so ein kryptisches Passwort sollte man sich dann auf jeden Fall an der Stelle einmal aufschreiben. So, einmal ein Foto von dem Passwort. Und dann logge ich mich jetzt eher erstmal in meinem eigenen Netzwerk über diese Adresse hier ein. So, dann gebe ich mal das ein, was da gerade stand. So, http Doppelpunkt /, 192.168.178.171. Das wäre ja, was habe ich da eingegeben? Das wäre ja die IP-Adresse von dem Raspberry Pi. So, so, was wir halt noch dahinter haben? / admin. So, Passwort. Dann gebe ich das Passwort ein, was da gerade stand. Was ist denn, wenn ich sage Forget Passwort? Okay. Hier kann ich also darüber, kann ich wohl das Passwort ändern. Ich versuche es einfach mal, weil so ein kryptisches Passwort kann sich ja kein Mensch behalten. Gut, ich gehe hier wieder zurück und dann gebe ich mal das ein, was da stand. Ja, und so vergibt man halt eben ein neues Passwort, pihole-a-p. Und das habe ich jetzt getan. Und jetzt switche ich wieder rüber auf das Webinterface. Ich lade die Seite nochmal neu. Ich gebe das neue Passwort ein und hoffe, dass das funktioniert. Weil wenn nicht, dann muss ich alles mal neu installieren, glaube ich. Es funktioniert. Und in dem Fall speichere ich das auch. Das ist jetzt erstmal nur zu Testzwecken. Ja, und damit wäre Pi-Hole installiert. Und das Video wäre fertig. Gut, ich würde sagen, ich mache mal jetzt hier ein kurzes Break. Ich versuche mich da jetzt so ein bisschen reinzufuchsen, werde auch noch mal ein bisschen im Internet nachgoogeln, wie das Ganze jetzt zu bedienen ist. Und dann melde ich mich dementsprechend dann später wieder.
So, an dieser Stelle ein kleiner Bericht aus dem Schnitt, weil mir ist nämlich aufgefallen beim Schneiden des Videos, da habe ich noch eine Kleinigkeit vergessen, noch euch mitzuteilen. Und zwar muss man ja jetzt der Fritzbox mitteilen, dass er jetzt als DNS-Server den lokalen Server benutzen muss. Also in dem Fall wäre das ja der Raspberry Pi. Das geht folgendermaßen. Bei der Fritzbox geht man folgendermaßen vor. Man nimmt einen Webbrowser seiner Wahl und loggt sich dementsprechend mit dem Befehl fritz.box in die Fritzbox hinein, gibt sein Passwort ein, klickt auf Anmelden und schon wäre man in den Interface von der Fritzbox drin. Und bei meiner Version, ich kann da ganz gut gucken, welche Version habe ich, da ist hier irgendwo drauf. Ne, kann ich jetzt hier nicht finden, wo die Version drauf steht. Ihr müsst einfach schauen, dass ihr Folgendes findet. Entweder unter Internet, Zugangsart, so wäre es bei mir, und dann steht hier ganz hinten rechts DNS-Server. Standardmäßig wäre jetzt hier ein Punkt, also wäre der Punkt nicht unten, sondern oben vom Internetanbieter zugewiesen DNS-Server verwenden, empfohlen. Und das müsst ihr jetzt ändern, indem ihr hier unten klickt, anderen DNS-Server verwenden. Und da gebt ihr dann dementsprechend die IP-Adresse von dem Raspberry Pi ein. Das ist bei jedem Rechner anders. Das ist, wird lokal halt eben dementsprechend anders vergeben. Das entscheidet im Endeffekt der Router, welche IP-Adresse jetzt der Raspberry Pi bekommt. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Bei mir wäre das die 192.168.178.171.171. Und unten 111 einfach eingeben. Bei Alternative, wenn das Feld vorhanden ist. Ich habe meine auf der Internetseite gelesen, dass das Ganze nur für den DNS V4 Server anwendbar ist. Man könnte es ansonsten, vielleicht wenn es ein Update gibt oder so von der ganzen Geschichte, das auch für den DNS Server V6 anwenden. Ja, und dann seht ihr schon, sobald man hier was verändert, muss man dann noch auf Übernehmen klicken. Und dann ist das Ganze aktiv auf jeden Fall. Und das war's auch schon. Viel mehr muss man gar nicht einstellen. Dann sollte es auf jeden Fall funktionieren. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Das wäre jetzt Video Part 1, wie man das Ganze auf den Raspberry Pi installiert. Und im nächsten Teil werde ich dann wohl versuchen, das Ganze einzurichten und so einzustellen, dass man das ja vernünftig benutzen kann. Mittlerweile ist Tag 2 und seitdem ist der Raspberry Pi mit dem Betriebssystem Pi-hole im Einsatz und ich muss sagen, es funktioniert super. Über Nacht habe ich den mal ausgestellt, morgens einfach angemacht und es dauert ja vielleicht ein Minütchen maximal und dann ist der auch schon scharf geschaltet. Und gestern Abend habe ich auch noch diverse Seiten aufgerufen über Handy, über einen PC, über einen Laptop, wo bekanntermaßen sehr viel Werbung geschaltet ist. Und da muss ich sagen, der filtert doch, ich würde sagen, so 90% filtert er auf jeden Fall weg. Und da macht das Surfen natürlich noch mehr Spaß. Noch liegt er jetzt hier so ein bisschen lose und locker hier rum, ohne Gehäuse. Da muss ich mal gucken, inwiefern ich das vielleicht dann auch nochmal mit einem Gehäuse zulege. Ja, ob ich den jetzt dauerhaft in Einsatz haben werde, weiß ich noch nicht. Ich werde dann nochmal so einen Langzeittest machen, mal so eine Woche, so im Dauerbetrieb. Und dann werde ich mir entscheiden, ob ich so etwas für immer angeschlossen lasse. Weil irgendwie ist mir das Gerät auch ein bisschen zu schade dafür, ein Raspberry Pi 5 ja einfach jetzt nur in Anführungsstrichen für einen Werbeblocker zu missbrauchen. Aber da ich jetzt momentan keine anderen Projekte am Start habe, kann ich ihn auf jeden Fall erstmal angeschlossen lassen. Ein kleiner Raspberry Pi müsste, meine ich, auch funktionieren. So, halt, stopp, da bin ich nochmal zurück. Und zwar gibt es ja keinen zweiten Teil, habe ich mir so gerade überlegt, weil was soll ich euch da sagen? Im Endeffekt kann ich euch nichts im zweiten Teil erzählen. Nicht das, was ich euch jetzt schon erzählt habe. Denn die Software als solches ist eigentlich total easy zu installieren und läuft eigentlich autodidakt, sage ich einfach mal, von selbst. Da braucht man eigentlich nichts mehr machen. Ich kann noch einmal ganz kurz umswitchen zu meinem Computer. Dann können wir das Webinterface noch einmal ganz kurz durchgehen. Ja, dieser Login-Screen, sage ich einfach mal, der ist ja über die IP-Adresse /admin. Darüber kommt man halt eben dementsprechend in das Interface von Pi-hole hinein. Ja, gibt das Passwort ein, was man vorher vergeben hat. Und ja, dann, das wäre jetzt schon die Oberfläche von Pi-hole. Und was hier natürlich interessant ist, sind natürlich die statistischen Auswertungen, sage ich einfach mal. Und hier kann man schon wunderbar sehen, hier in den 5 Stunden, was da schon alles geblockt wurde, und das ist natürlich schon absoluter Wahnsinn.
Hier sieht man 8.868 Anfragen, ist natürlich jetzt das komplette Netzwerk, also Heimnetzwerk. Hier sind im Endeffekt vier Personen dran. Ja, plus Skybox, sage ich einfach mal, und solche Sachen. Aber trotzdem ist das ja schon Wahnsinn, ne? Und wenn man hier mal guckt bei Queryblocked, also was wirklich auf jeden Fall geblockt wurden, sind das immerhin auch nochmal 1.141 Anfragen. Und hier sieht man auch genau, welcher Server dahinter steckt, welche Uhrzeit, auf die Sekunde genau, mit der Domäne, die dahinter steckt. Und das Ganze könnte man jetzt hier, glaube ich, noch dann auf eine Weitliste packen, wenn man sagt, okay, du darfst das wohl. Ja, was kann man hier noch machen? Da bin ich ehrlich gesagt raus. Groups, Clients oder Clients, Domains, weiß ich nicht. Adlist, vielleicht kann man da auch noch irgendetwas hinzufügen, etwas löschen. Wenn einer da so besonders auf den Keks geht. Settings wäre vielleicht noch interessant. Das sind eigentlich mehr oder weniger die Einstellungen, die man schon bei der Installation durchwandert ist. Die kann man hier dementsprechend dann auch nochmal verändern, wie zum Beispiel Upstream DNS Server. Vielleicht kann man den doch auf Google setzen. Ach, man kann sogar mehrere einsetzen. So IPv6 kann man auch aktivieren. Ich lasse es erstmal so, wie der Standard jetzt hier ist. Ja, hier kann man noch ein Thema wechseln. Ja, das ist ein bisschen Spielerei. Nur ob man wirklich alles sehen will oder man sagt, nee, ich will gar nicht wissen, wer mich angreift. Könnte man ihn dann in dem Sinne auch ausblenden. Ja, viel mehr kann ich auch jetzt zu der Web-Oberfläche auch gar nicht sagen. Hier sind noch so ein paar Auswertungsstatistiken, mit denen ich jetzt nicht so viel anfangen kann. Aber es scheint zu funktionieren und darum geht es ja, wenn man zum Beispiel jetzt irgendeine Seite aufruft und man genau weiß, oh, hier ist viel Werbung, hier ist nichts, sonst ist hier unten links im Fenster immer da so ein kleiner Werbebanner auf der Seite zum Beispiel oder ja, zum Beispiel die Seite computerbild.de. Hier sind normalerweise auch immer etliche Werbebannern. Und ich kann jetzt hier erstmal nichts erkennen. Sieht erstmal nach einer schönen, sauberen Internetseite aus. Da klappt selbst die Seite CT-Computer, ne? CT-Computer. Hier zum Beispiel. Gut, es ist hier ein leeres Feld. Ich denke mal, sonst müsste hier normalerweise Werbung sein. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also hier steht auch Eigenwerbung. Gut, Eigenwerbung filtert er wohl nicht raus. Aber zumindest ist diese Fremdwerbung schon mal weg. Sagen wir mal VfL Bochum. Ja. Ich meine, vorher werden hier auch etliche Trikots angeboten und ähnliches. Und jetzt bekomme ich wirklich nur saubere Internetseiten, in Anführungsstrichen. Das sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus. Also es macht auf jeden Fall erstmal einen guten Eindruck. Und vom Surfverhalten, ich kann auch nicht sagen, dass es langsamer ist oder schneller. Ich denke mal, es gleicht sich ein bisschen aus, weil ja erstmal die Anfrage muss ja bearbeitet werden, aber dafür muss er diese Werbebanner nicht runterladen. Also insofern spüre ich jetzt hier keinen Nachteil. Ja, hier auch. Ist eigentlich keine Werbung drin, ne? Hier, man kann werbefrei kaufen. Oder man kann Raspberry Pi nehmen. Hier scheint auch nichts zu sein. Ja gut, ich denke mal, unterm Strich wird es eine Katz-und-Maus-Spiel sein. Die Webseiten, die werden sich mit Sicherheit auch drauf einstellen und dann werden die vielleicht andere Möglichkeiten finden, um Werbung einzublenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!